Joy! Das ist Siegberg Building. Da will ich auch hin. Oh, wow. Joy hat uns den Weg geweist. Gewiesen? Gewissen. Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shenmue. Und diese Textur wurde einfach nur kopiert und eingefügt. Mit dem Captain aus der Kanchos Corner und mir, dem Faylord. Weitere Folge von Tee und Tratsch mit Joy. What? Where's the tea break building? This is it. You go in over there. Oh, cool. Oh, all right. Und so verblieb sie dann. Guck nochmal ins. Room 902 of the tea break building? I think it's on the ninth floor of this building. Oh. Where is this room 902? Du redest mit mir. I heard it's the room of a wiretapper. His name is Huang. A wiretapper? You've got some business with a suspicious guy. Aber ich muss reden. Something about young Dazu. Whatever, just be careful. Whatever, I don't care about your shit. With that guy at Great View Herbs. Yeah, I know. Denk dran, wie deine Tür fast gestorben wäre. Lalalala. Good. I can look for Huang's. Ach echt, das ist das Teabag Building. Bin mir nicht ganz sicher. Guck nochmal aufs Schild. Frag mal das Schild. Teabreak Building. Ah. Teabreak Building. Teabreak Building. Ich dachte, wenn man es dreimal hintereinander sagt, dann kommt es zu einem hin. Dann steht man davor. Wenn man das Schild über der Tür zum Eingang liest, dann steht man davor. Ja. Das ist eine von diesen Weisheiten. Genau. Von Konfuzius. Nee, ich bin nur konfus, mehr nicht. Ja. So, Lovely Bird Store. Hallo, Lovely Bird. Do you want something? Nicht mehr. Wusch. Hose gerissen. Die hat die Moves. Oh, dein Aufzug. Ja. Oh, doch, wir können bis Nummer 9. Jawohl. Ja. Bing. Okay, theoretisch einfach bis zur 3 und den Rest hochlaufen. Ja, du kannst auch mit dem anderen in die 10 oder mit dem in die 10 eins runter. Bing. Bong. Bing und Bong, Bing und Bong. Ich liebe diese Anzeige, ne? Ja. Die ist richtig geil. Ich finde das auch ziemlich genial, weil es simple Mechanik einfach ist. Ja, aber es ist so nur hübsch. Also ich finde das auch total toll. We move to the rooftop. We move to the rooftop. Hey. Alles in Chinesisch, außer dieses eine Schild. Yeah, we move to the rooftop. Did you know they move to the rooftop? Yes. This year, cheap break building. I'd like to ask you something. All the bird shops that were on this floor, it just moved to the roof a little while back. A little while back. Oh. This is my acting voice. Somebody makes a mistake and comes here, like you. I do nothing but direct people to the bird shop on the roof. This is my name. This job pays $3 an hour. Wow, es ist nicht schlecht. It's not good, but it's not a busy job. Also. Ein bisschen rumstehen, ja. Und langweilen. Ich meine, nee, vor allem, wie oft kommt da jemand vorbei aus Versehen? Vermutlich nicht ganz so oft. Ja. Aber wahrscheinlich sind wir der Erste seit Tagen. Seit Wochen. Er holt sich einen Stuhl, setzt sich da hin, holt seinen Gameboy raus. Bisschen zu früh für einen Gameboy, aber das geht ja nun gar das nicht. Das geht gar nicht, okay. Nee. Tja, der andere Aufzug ging in den Rooftop. Wir wollen eben im 9. Stock rumlaufen, fällt mir gerade ein. Wir wollen ja gar nicht. Ja, eben, aber ich bin gerade zu Nummer 10 gegangen. Ja, du bist irgendwie eine Etage zu hoch. Warum auch immer, habe ich mich einfach von ihm beeinflussen. Also, ja, alles klar. Das war seine verführerische, charmante Stimme. Ja, ich wollte gerade sagen, sein Charme ist einfach aus jeder Pore gespratzt, als er noch klein war und dann hat er keinen mehr übrig gehabt. Nine oh two. Alles klar. A-3, 902. It's pitch black. Yes. No one's here. Mr. Huang! I can't see a thing. Das war laut. Entschuldigung. Where's the light switch? Weiß nicht mal warum, da kam es mir gar nicht vor. Doch, das war schon. War es so laut? Wie gesagt, du scheinst dich offenbar so mir anzupassen. Ja, ich sitze einfach gerade unbequemer als sonst, deswegen hört man mich besser. Normalerweise sitze ich aber irgendwie so. Ja, das stimmt allerdings. Oh, ja.
Aber gerade das ist das Leben, aber Shenmue ist. Ich glaube, das ist die Licht. Kälte, die gerade auf meinen Körper ja, das kann fährt und sein. Mich komplett zusammenzieht. Oh. Oh, können wir ihm jetzt so voll. Ich dachte gerade, er greift jetzt zur Zigarette. Ja. Endlich. Klauen, klauen, klauen. Das ist Made in USA. Komm, das können wir verkaufen. Oh, shit, man. A wiretap. Where's the tapped information? Where's the inquired information? This is. This is. Ein Mikrofon. This is a microphone. It's so small. Ah, a concealed microphone. Ah. Was ich dann einfach machen würde, ist das an und dann einmal voll laut reinschreien. That will show him. These won't help. Sicher? Bin mir nicht so sicher. Schon mal probiert? Recorder. I got it. He recorded the information using this. There must be a cassette tape somewhere. Ah, Kassetten. Damit kennen wir uns doch aus. Jawohl. Ein Tickety Tree? Nee, nur ein iPad. Is there a clue somewhere? Nur ein iPad. Okay, alles klar. Nichts Außergewöhnliches. Wait, it's 1986. What's that doing here? I should look for it elsewhere. Machen wir mal weiter. Wop. Wop. Ah, oh, nee. Isn't there anything else? Nö. Niemals. Ding, ding, Schreibtisch. Ding, 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 Pyongyang, Pyongyang, Pyongyang. Was war denn das nochmal? War eine Stadt, ne? Ja. Vielleicht hier. Oh, riesige Videokassetten. Achso, das sind Ordner. Aber irgendwie hat das auf mich den Eindruck gemacht, als wären das Videokassetten. Ne? Ah. Und dann muss man warten, bis er endlich irgendwas sagt. Bis er die Fresse aufmacht. Das gebietet die Höflichkeit. Isn't there anything else? Mm. Schöne JPEGs. Ja. Ein bisschen zu scharf gewesen. Ja. Aha. Eine E-Zigarette. The man from the future. A wiretap. This was used for eavesdropping. Benutze es, nimm es mit. Okay, ist das ein Router? Ja. So ein richtig schöner, moderner Router dabei gewesen. Der kommt aus der Zukunft. Ja, wahrscheinlich. Der hat ein iPad, der hat eine E-Zigarette, der hat einen Router. Huang aus der Zukunft. Aber Huang ist seine eigentliche Zeit. Okay, ja. Gut, das haben wir jetzt alles durchgeguckt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Ja. Glaube ich aber irgendwie nicht. Jetzt haben wir alles gesehen. Okay. Ah, da ist sein Müll. Sein Kuschelmüll neben dem Bett. Ja, nee, an den Orten, wo ich schon war, meine ich, ob ich da was übersehen habe. Du warst schon mal in diesem Zimmer. Wow, ich bin mal noch in diesem Zimmer. Ja, siehst du mal. Und jetzt Aufwächst. I should go back to Ren's hideout. Falls sie mich kontrollieren. I have the cassettes. Nice, where are they? You have to wait 2 days. Maybe 3. I ate them like spaghetti. What do you mean? Das Gesicht war gerade wieder mit dem Auge und so. Oh, fantastisch. What the hell is that? Trish. I found them in Huang's room. And? I'm going to listen for clues. All of them? Yeah. Whatever. Oh man, what a bother. Whatever mit was zum Punkt, Punkt, Punkt übersetzt. Oh Mann, was für Umstände. Vor allem, das ist meine Aussage. Oh, was für Umstände. Look, I'm lending you my hideout and the tape recorder for my share of the loot. Wow. Don't get the wrong idea. Für meinen Teil der Loot Crate. Oh, ich hab, oh Gott. Oh nein, er hat sich festgekleckert genommen. Diese Serviette hier aufgehoben. Nice. Von meinem leckeren Frühstücksmittagessen. Für mein Frühstücksmittagabendbrot. Weißt du, wonach mir jetzt wäre? Dass du mir einen Burger spendierst? Ich dir einen Burger spendiere. Nein, weil war nur Spaß, weil wegen dem, dass du mir was spendierst, bla. Ach so. Das sollte nur des Witzes halber sein.
Hätte ich jetzt gemacht. Obwohl, ja? Ich muss nochmal die Finanzen checken, aber wenn du ist sagst. Auch, ist auch, ist, das ist doch so ein Meme irgendwie so. Nein, nein, das würde ich ja nicht machen. Obwohl. Also es waren gerade so drei Birds so with one stone. Not a single Futtern. Keine Ahnung. This is the last of the tapes. Jetzt geht's ab. Ja, drück den roten Knopf. Das ist der Knopf für Japan. Da versteht das besser. Yes, boss. Now, do you hear me? The blade has to be exactly 10 inches long. Okay. Er hat mich nur verwirrt, dass jetzt plötzlich jemand anders da plötzlich redet. Okay. Geht er immer da nach vorne, bis irgendwas, also bis das nächste Ding kommt, wenn man vorspult? Das weiß ich nicht. Du musst drauf achten. Hat er von alleine Play gedrückt? Ich weiß nicht. Ich habe zwar gedrückt, aber er hatte nichts gemacht. Okay, irgendwas mit Kämpfern. Ja. Ich glaube, das ist nicht relevant für uns. Nee. Kann das schon? Nein. Na, die hatten richtig viel Spaß, den Kram aufzunehmen, ja, oder? Anscheinend. Ich müsste aber, glaube ich, vielleicht demnächst kommen. Ich auch nicht. Ups. Forever in blue jeans. Yep. In numerous other cases of violence throughout Banzai and Aberdeen. And on the lighter side of the news, we report on the latest arcade games in Kowloon. Hey, cool. Two arcade games that are becoming very popular are Afterburner 2 and Hang On. We found Schleichwerbung. Afterburner 2 is located in the Phoenix building. Ach, gut zu wissen. And Hang On is located in the Yellowhead building. If you want to play those two extraordinary games, don't forget to bring your piggy bank. That's all the information we have for now. Coming up after this next commercial. Huch. Ich habe nach oben gedrückt und er hat gedrückt. Interessant. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, nee. Jetzt. Hey, what is it with you? Ja, when ja, will you have the stuff ready? Wieder die Olle. Alright. Woo! Captain, oh, ist ja gut, der 2. Mr. Donu? I just sent a guy over. Have you told him the password?
Na gut, das wissen wir ja soweit. Nein, ich suche ihn ja. Dass sie das nicht verstehen. Wir fragen eben. Ist Yandazu da? Wo ist Yandazu? Und alle, keine Ahnung, geh nach oben. Und die wissen nicht, dass ich frage, wo ist er. Und die denken, ich weiß, wo er ist. Da will ich euch doch nicht fragen. Aber okay. Vielleicht ist das, denken die, versuchst umgedrehte Psychologie mit denen. Oh, und die denken, dass du denkst, dass du die um. Genau, okay. Ja. Ich verstehe. The money's mine. Zeus Informant, okay. Okay, das war's jetzt, oder? Weiß nicht. Eigentlich müsste noch. I'm sorry. Could you just wait a few more days, please? You said the same thing last month. You can't pay, can ya? Why don't you just close your business? Ich glaube, das kannst du spulen. Noodles for three and two plates of dumplings, please. Gott, das. Isn't this the Glory Diner? I want you to hurry with the delivery. Shut up! This is no noodle shop. Noodle shop. Noodle shop. Madam, I would like to recommend some stocks. Really? I know people. Okay, jetzt kann ich zum Beispiel nicht. Ah ja, okay. Dann ist das immer zum nächsten Sprint. Oh. Oh, Bellwood. Bellwood. Okay. Kann ich das mit? But for this race, her opponents are no match. A possible rival is Lucky Field. Okay. Interessiert uns auch nicht? Nee. Ren vielleicht, aber uns nicht. Hello, this is the Child Care and Education Clinic. My child won't eat. And how old? 20. Not you, the child. 2 years and a bit. 22. 2 years and how many months? 2 years and 2 or 3 months old. 2 months or 3 months, which is it? 2 years and 2 or 3 months old. Never mind, this isn't the section you want anyway. Draw the number for the infant section. The infant section? That's right. Can't you just put me through to that section? That's a bit of a problem. Oh man. And you see, the manager is really mean. Meine Güte! Ich glaube, irgendwo bei 600 oder so kommt's. Hello, this is the Nine Bird Shop. Did you get the bird feed I asked for the other day? Please hold. I'm sorry, it hasn't arrived yet. When will you have it? Let's see. In about a week. 2 days. Huh? Are you trying to starve my dear bird to death? No, certainly not. Anyway, I'll give you 2 more days. That's impossible. Okay, 2 more Tage. You requested is quite special. I don't care about your problems. It's for your own good to get it quickly or else. But Miss Yuan. If it takes more than 2 days, I'm going to feed you to the stray dogs running outside. And today is Thursday. Okay, also sie ist beim Vogelfuttermann. Das ist unsere Info, die wir brauchen, oder? Das ist jedenfalls eine wichtige Information. Oh. I found a very nice toy to play with. I'm asking you, did you find Zoo? Not yet. What? But I got one of his men. Darknet! One of his men. Darknet! Darknet! Grandfather Clock im Hintergrund.
Okay. Was das? Ja. Okay. Hey, that was. Let me hear it again. Nein, nicht nochmal! Bitte! Das ist die letzte halbe Folge gewesen jetzt. One of his men took in information on Zhu's whereabouts. Master Danyu, you're always in too much of a rush. Yeah! The grandfather clock! Alles gut? Mhm. Don't you worry. Trust me. Trust me. Trust me. Yuan got a hold of Zhu's associate. Yuan? Doesn't sound good. But Donyu doesn't know yet where Zhu is. Good. I'll find Yuan. It'll be too late if the guy spills the beans. There's no time to waste. We'll split up and search for Yuan. Jesus. Bowser time. Yeah. Also eigentlich ist die Folge zu Ende, ja. Und jetzt heißt es, wir müssen Yuan finden. Aber ich würde sagen, wir wissen ja schon eigentlich, wo sie ist. Sie geht zum Vogelladen, zum Vogelfutterladen. Ja, aber welcher Vogelfutterladen? Hast du dir das gemerkt? Nee. Weil es gibt zigtausende. Nö, aber irgendwie ist ja sowieso deine Folge dann. Ja, also vielen Dank. Sache. Deswegen wär's das mit dieser Folge von Let's Play. Shenmue 2, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann.